Hallo und herzlich willkommen zu dem Extra-Video, was ich schon vorher Bescheid gesagt habe, dass ich das machen werde. Weil ich werde euch jetzt nämlich die Unterschiede zeigen, was für Unterschiede zwischen der Final Mix-Version und der original deutschen Version entsteht. Was da für Unterschiede gibt. Als erstes, wie gesagt, allgemein schon bei den Titelscreen allgemein schon, sieht man schon. So, bei mir ist ja doppelt alles, weil ich habe beide Teile offen. Beide Versionen der Kingdom Hearts offen. Das klingt sehr brutal für mich. Ja. Ich höre es da doppelt bei mir. So, Und Musik wird auch ganz wichtig werden. So, Lautstärke Mixer stelle ich das mal hier hin. Für mich, dass ich das so laut und leise stellen kann. So. Gut, ihr seht es schon im Hintergrund, seht es ja schon bereits. Im Hintergrund hört ihr schon, ist jeder schon bereits Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2. Genau, Bildschirm dran anpassen und da runter bitte. So. Genau. Ihr seht ja schon, wie es hat den Titelscreen hier und. Genau, das ist der Titelscreen von Kingdom Hearts 2 für die original deutsche Version. So, jetzt passt auf. Jetzt durchwechsel ich mal ganz kurz zu der Xbox One Version, indem ich einfach mal das wegnehme. Allein schon seht ihr schon den Screen von Final Mix. Final Mix seht ihr schon den Unterschied hier, wie das halt aussieht. Halt schon allgemein der Titelscreen. So, hier drückt man auch erstmal auf Laden. Und allgemein eigentlich einiges jetzt gerne zu Hauptbahnhof. Ja, hier bin ich schon ein bisschen weiter. Aber mal wieder zurück zur Xbox One Version. Ich zeige euch erstmal den Unterschied, erstmal auch von allgemein hier von den Formen. Seht ihr jetzt ein bisschen hier. Wenn ich jetzt woanders selbst starte, ist auch nicht schlimm. So, indem ich einfach mal auf Status gehe. Und ihr seht hier mehrere Formen. Also die Standardform kennt ja jeder. Die zwei Formen. Die Meisterform. Die Überform weiß ich nicht, es gibt. Ich muss so kurz selber gucken, ob ich sie hier habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, ehrlich, die Limitform und die Meisterform, die gab es zum Beispiel nicht. Ich glaube, ich kann mich sofort verwandeln in die. Driveform, genau. Die Limitform, das ist der normale, das ist der Sora in Kingdom Hearts 1 Style. Und ich kann mich verwandeln. So, die Überform, wie gesagt, ehrlich, wisst ihr ja, wie das aussieht. So, jetzt muss ich erstmal hier erstmal auch jeweils auf Laden gehen, weil jetzt kann ich euch das nicht zeigen. Und natürlich, die Grafik sieht natürlich anders aus als bei Kingdom Hearts, bei den anderen Teilen halt. So. Seht ihr, wie gesagt, die Grafik sieht doch ganz anders aus. Genau, wir haben was zumindest. Ja, wie gesagt, ehrlich. Und hier waren wir jetzt bei der Kingdom Hearts, der original deutschen Version. Und hier schon allgemein bei Status. Aber die Überform gibt es selbst nicht. Oder? Ne, die gibt es gar nicht. Also zum Beispiel die Überform gibt es vielleicht nicht. Da gibt es die drei Formen. Mehr nicht. So, genau. Die drei Formen gibt es nicht und außerdem die Grafik, die halt anders ist. Genau, seht ihr ja. So, wie gesagt, das war das live mit aufgenommen, also für euch live aufgenommen. Wir werden nach Gebiet reisen und ja, na gut, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Cut machen jetzt gleich. Dass wir jetzt gleich woanders hingehen werden. Nämlich zu einer Welt, wo das mehr jetzt offensichtlich ist und weil nichts musikalisch, wie es ändern wird. Das werdet ihr auch gleich schon mitbekommen. So, wir sehen uns gleich nämlich bei der ersten Welt, wo man da eine Änderung dabei ist, was man offensichtlich sieht. So, dann werden wir wieder beim nächsten, wie gesagt, bei der ersten Welt, wo sich einiges geändert hat. Allgemein, hier seht ihr nochmal das Design von Sora zum Beispiel. Aus der gecutteten Fassung, also aus der Version, die ich ja Let's Played habe, aus der originalen deutschen Fassung. Außer den deutschen Synchronstimmen natürlich, brauche ich nicht Englisch zu bedeuten, ein bisschen übersagen. Alles die deutschen Synchronstimmen da sind und das halt ein bisschen weniger Inhalt da ist. So, jetzt change ich erstmal. Pass auf, jetzt wechsle ich die Musik. Ich tue die Musik noch nicht abspielen für euch, ich mache jetzt einfach mal eins. Jetzt passt auf. Ja. So, jetzt hört der Kalken-Sound. So, jetzt wechsle ich ganz kurz zu der Xbox One. Den ersten Unterschied, den ihr seht, ist natürlich Soras Design und Sora hat Mikis anderes Design. Ja, fände ich schade. Wie gesagt, ehrlich, wieso haben sie das nicht geändert? Ihr seht ja Goofy als Rentier.
Gacha Perfektion gucken, ja. Und allgemein auch. Das sind das. Ja, ist mir gerade aufgefallen, dass Donut ein Schneemann ist. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt will ich mal ganz kurz die Musik abspielen lassen. Die Musik ist natürlich auch anders. Da seht ihr auch den Unterschied zwischen der Final Mix Version und der originalen deutschen Version. Weil die haben bei der originalen Version nämlich den Horror-Skin noch alles dann. So, dann würde ich mal sagen, gehe ich dann noch zur nächsten Gegend hin. Und die offensichtlichen Änderungen, die auch man auch hören kann, bei einer anderen Welt her. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, hier beginne ich zuerst mit der Musik. Wir sind in der Welt vom Fluch der Karibik. Und ihr seht, zumindest hört ihr das jetzt. Das ist die originale Fluch der Karibik-Musik, die hier abgespielt wird. So, jetzt gehe ich ganz kurz mal, bis jetzt immer einen Kampf jetzt in Richtung von der. Ja, hier ist noch alles einfacher, hier ist noch alles gleich. So, und jetzt kommen wir zu den anderen. Jetzt hört ihr nämlich ein feines Lüftchen, natürlich. Wir sagen einfach mal ein Seestechen. Und hört ihr schon den Unterschied? Das ist jetzt die PlayStation 2 Version. Also die Originalversion, die rausgekommen ist, also vor die deutsche Version. Ich warte den Kampf noch zu Ende hier. Fairerweise halt. Genau, wie gesagt, das ist der einzige Unterschied hier bei Fluch der Karibik. Auch der einzige Unterschied hier zwischen den zwei Welten. So, wenn ich jetzt, wie gesagt, ehrlich war, würden wir uns zur nächsten Welt begeben. Nach Radiant Garden, denn da sieht man eben einen großen Unterschied. Ja, da gibt es was zum Beispiel nicht gibt bei mir hier bei der finalen Version. Was es zum Beispiel nicht bei der Originalversion, bei dieser Version gibt, zumindest. Werden wir gleich sehen. So, ich mache mir so ein kleines Ratespiel. So, ich wechsle jetzt einfach zwischen den zwei Versionen und lasse ihn aber das mitbekommen, was jetzt der Unterschied ist. Was ihr mitbekommt, auch von der Karte her gesehen. Und ich wechsle natürlich die Musik zwischendurch mal. Außer natürlich anders stehen. Seht ihr den Unterschied? Hier fehlt nämlich ein Loch. Das ist jetzt die Final Mix Version und das ist nochmal die PlayStation 2 Version. So, da seht ihr schon ganz definitiv schon den Unterschied. Weil hier gibt es das Loch zum Beispiel nicht. Und die Musik irgendwie, oder? Ne, der Unterschied ist, die Musik gibt es nicht. So, ja, wie gesagt, hier seht ihr auch schon den Unterschied. Hier gibt es die Löcher nicht. Gibt es den zusätzlichen Ort nicht. Ah ja, wie gesagt, aber. Wir werden noch was zeigen, nämlich weil es gibt noch etwas, noch was, was leider nicht ins Spiel geschafft hat. In der Version nämlich nicht. Und ja, wird ihr gleich sehen. So, hier war man nämlich bei Schloss Disney und ja, genießt einfach die paar Sekunden. Einfach mal das da, wie es da aussieht. Und jetzt passt man auch auf die Musik auf. Ich glaube, die hat sich geändert. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob sich das tatsächlich geändert hat oder nicht. Und jetzt change ich mal zur Xbox One Version. Ja, hier ist der Kampf mit Terra zum Beispiel. Die kann ich natürlich machen, aber nein, was ich mache jetzt hier auch nicht. Ja, ihr seht ja zumindest Terra, der Kampf gibt es hier zum Beispiel. So, jetzt seht ihr den Unterschied hier. Hier gibt es den Kampf mit Terra und bei den anderen nicht. Und ich glaube, wie gesagt, nur die Kommentare kommen so rüber, wie als würde das irgendwie die Musik besser sein. Ich hab mir so bloß so rüber. Ja. Gut, naja. Sieht man ja.
Bis jetzt natürlich das nicht Unterschied. Na gut, wie gesagt, das war erstmal das kleine Video. Sollte ich was verpasst haben, was sich natürlich noch offensichtlich geändert haben, könnt ihr gerne, wie gesagt, einfach mal einen Daumen, könnt ihr gerne in die Kommentare drunter schreiben. Könnt ihr doch mal nachsehen, ob sich noch was, noch was geändert hat. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ein kleiner Zusatzpart von Kingdom Hearts 2. Damit wirklich hat, wird das auch für mich beendet. Und ja, wie gesagt, als ich das Live-Let's-Play, ich muss sagen, es hat mir super gefallen. Allgemein Kingdom Hearts hat mir auch gefallen. Und ja, mit der Musik mit Schloss Disney werde ich erstmal das Video beenden. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, heute vielleicht noch Kingdom Hearts Birth by Sleep vielleicht starten. Muss ich gucken. Muss ich schauen, ob ich das schaffe oder nicht. Oder auch, ich werde wahrscheinlich irgendwas anderes streamen. Muss ich gucken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das Video ist damit erstmal fertig erstmal. Und ja, bis dann, ich hoffe, wie gesagt, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und ja, boah, bis hin. Und auf Wiedersehen, euer Ryu Dark.